Und damit herzlich willkommen zur Rückrunde hier gegen Greuther Fürth direkt auswärts. Und in der letzten Folge haben wir uns ein Spektrum gekauft, ein Weltklassenspieler, würde ich mal sagen. Aus der vierten englischen Liga, Adebayo Akinfenwa ist jetzt bei uns. Und das ist die Tabelle. Wir müssen jetzt mal so langsam gewinnen, um Düsseldorf irgendwie Angst zu machen. In der letzten Partie haben wir leider verloren gegen Union. Sehr bitter mit 2 zu 1. Das soll sich natürlich bessern. Militz im Tor. Gegen die haben wir durch 0 zu 0 gespielt. Und Spielerdebüt Adebayo Akinfenwa von. Ja, da ist er. Da ist er, Leute. Da ist er. Von Wimbledon. Er hat schon Körper, Jungs. Also der hat's drauf. Das ist Greuther Fürths Aufstellung. Wie, glaube ich, auch in der letzten Partie. Marco Caligiuri wieder in der Verteidigung. Ich verstehe es nicht. Ist das hier eine Maßnahme? Ist das irgendwie ein Versuch? Also Adebayo Akinfenwa wird da vorbeikommen. Also das sage ich jetzt mal einfach voraus. Ja, das ist das Team von uns. Wie immer die gleiche Formation, nur dass Akinfenwa heute mal vorne mitspielt. Und los geht's. Ja. Rückrunde, ich freue mich schon. Also jetzt müssen wir so langsam gucken, dass wir vorne dazukommen. Geboro. Ja, Akinfenwa, lauf dich mal ein. Akinfenwa, der ist natürlich nicht so schnell wegen seiner Körpermasse. Aber trotzdem, den Abschluss hat er. Und den Körper hat er dafür auch manchmal, um sich durchzusetzen. Janic auf Akinfenwa. Oh, schöne Vorlage sogar für Odegaard. Janic, Odegaard, 16 Jahre alt, 1-0. Milic sieht da nicht gut aus. Da kam er irgendwie ganz komisch raus. Können wir gleich nochmal angucken. Aber unser Martin Odegaard macht das Tor durch eine richtig guten Flanke eigentlich hier von Akinfenwa, der das Spiel erst so einleitet. Und Janic, ja, dem muss er konsequent herauskommen, der Sebastian Milic, wenn er da so schon rumzappelt. Aber trotzdem, Martin Odegaard, der das nicht schlecht macht, zum 1-0 in der 9. Minute. Am 19. Spieltag. Und Brandy mit dem 1-0 für die Unioner. Ey, das gibt's nicht. Union Berlin ist wirklich oben auf. Rolf Fälscher. Lorenzen. Janic. Wieder auf Martin Odegaard. Der sieht Bilic. Ich glaube, das ist abseits. Sonst wäre er richtig schön reingeschossen worden. Also Janic hat wirklich einen schönen Schuss. Oh, schlechter Ball. Odegaard. Ey, komm. Janic. Möglichkeit zum nächsten Treffer für ihn. Diesmal nicht. Adebayo Akinfenwa. Akinfenwa. Auch ein Foul. Na klar, wenn man so einen Stier da umhaut, dann ist er natürlich ein Foul. Janic. Bessere Position. Ah, der kommt aber nicht so gut. Hat er in den letzten Partien sogar besser gemacht. Joa. Gajula, Jürgen Gajula. Oh mein Gott, das war eine richtig schöne Wendung. Kein Elfmeter oder was? Feng! Rutscht da sowas von rein. Boah. Sehr risikoreich auf jeden Fall. Gyarzula. Mein Keeper hält mich dann doch nochmal im Spiel. Sonst wäre er auch nochmal gefährlich gekommen.
Auch hier wieder richtig gut. Aber jetzt müssen wir nochmal hinten aufpassen, dass da keine doofen Fehler passieren. Gut abgewehrt von Fälscher zunächst. Oh. Jetzt den Konter einschalten. Teska. Militz. Ja, was sind das für Fehler hier? Das darf nicht passieren. Agit Fenwar. Da kam er ruhig an. Bajic. Aber die Fürther kriegen den Ball da immer geklärt. Ah, schlecht gemacht. Oh, Stiepermann. Marco Stiepermann. Und wieder eine richtig schöne Grätsche. Diesmal mit Robi von Bajic. Unserem Kapitän. Oh. Oh. Akin Fenwar. Oh, da kommt er vorbei. So ein bisschen Schnelligkeit hat der Mann. Ah. Naja, okay. Alle Spieler wieder komplett fit. Was mir natürlich gefällt. Die können erstmal weiterspielen. Ah, Akin Fenwar. Oh, da habe ich ein bisschen umgehauen. Gibt aber nichts. Ja, muss man auch nicht. Kommt er ein bisschen zu spät? Ja. Haut er den erstmal ein bisschen um. Das ist aber Fußball, finde ich. Vor allem englische Härte. War er auch erst gewohnt. Und der Keeper ist da. Odegaard. Oh, Caligiuri. Oh, das war jetzt mein Foul, ja. Was? Das ist doch, komm. James Holland fehlt damit. Warum gibt's dafür jetzt bitte eine rote Karte, hallo? Ach Mann, ey. Er fehlt damit. Komm, Bela. Schnell ist er. Tja, Sula, jetzt haben sie erstmal ein bisschen Platz wegen der roten Karte hier. Oh, Feng macht das aber richtig nice. Gute Grätschen. Oh. Aber kein Elfmeter. Ein Glück. Ah, jetzt stehen wir viel zu offen. Da müssen wir jetzt echt aufpassen, dass wir jetzt da keine dummen Fehler mehr erlauben. Feng bleibt fair und macht das recht gut. Und jetzt den Konter einleiten. Ja, 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 läuft. Die Pille läuft und...
Ja, es war ein bisschen zu schlampig gespielt von Akinfenwa auch aus. Stefan Schröck. Oh, schön. Garcia klärt ihn zur Ecke. Nein, nein, gefährlich. Wieder diese Parade vom Keeper. Wie ein Handballtorhüter diesmal. Noch nichts geklärt, aber jetzt, 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 jetzt. Lauf, Junge. Jetzt. Genau jetzt. Nein. Oh Mann, wie ein Handballtorhüter. Geboho ist wirklich akrobatisch drauf. Ah, gut. Einwurf. Lass mal ein bisschen defensiver gehen hier. Janjec. Komm. Garcia, der ist sogar richtig schön. Schöne Annahme. Jetzt nochmal auf Martin Odegaard. Und der hat auch nochmal den Schuss. Und kein Tor. Mann. Ja, Akinfenwa ärgert sich. Da geht mehr. Torwart aber mit einem guten Reflex hier. In dem Fall. Rolf Fälscher, Kopfball, aber der ist ungefährlich. Billig. Noch einmal. Ah, das ist auch wieder zu wenig. Das ist halt vierte englische Liga nur. Noch nie Profi gewesen. Dieser Akinfenwa außer vierte Liga. Oh, da ärgert er sich aber. Caligiuri. Der Schuss war recht gut, aber dann doch nicht so gut. Odegaard. Oh, Akinfenwa holt sich die Kugel. Aber keine gefährliche Aktion mehr daraus entstanden und es bleibt beim 1:0. Yes. Yes, 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 yes. Aber Leute, wir müssen nochmal diese schöne Parade hier angucken. Wie ein Handballtorhüter einfach. Wirklich, das ist stark. Das sind Reflexe, die er hat. Und das macht er richtig gut. Das schon seit einer ganzen 18 Spielen macht er das. Richtig stark, finde ich. Am Anfang hat er noch ein bisschen geschwächelt, aber jetzt so langsam ist er wirklich angekommen hier. Wie heißt er? Es ist doch kein Marco Caligiuri, jetzt ganz ehrlich. Was ist das für einer? Ja, werden wir sehen. Ist echt ein Verteidiger, ach so. Okay. Wusste ich gar nicht. Naja, okay. Dann weiß ich es jetzt. Berlin gewinnt. Berlin, Berlin, Berlin. Die sind oben mit dabei, für immer. Habe ich so das Gefühl. Kann man auch nicht ändern. Aber das kann man ändern, eventuell. Wir gucken mal jetzt. Ah, lass mal jetzt mal auf die Transfer. Was heißt Transferliste? Okay, Düsseldorf hat nicht gewonnen. Sehr schön. Dann haben wir jetzt im nächsten Spiel wirklich einen Matchball eigentlich. Was dies begeht. Also, dass wir jetzt auf Platz 3 endlich kommen können. Naja, gut. Das gibt's aber dann im nächsten Video und. Obwohl, das kann man jetzt noch teilweise ein bisschen machen. Damit das auch noch irgendwie ins Video passt hier. Transferangebot gibt es auch nochmal hier. Wollen wir es annehmen? Ja, wir nehmen das an, weil wir brauchen Geld für die nächste Saison. Das ist schon wichtig, dass wir hier ein bisschen verkaufen. Ja, tut mir leid, Kevin Walls, oder wie hieß. Ja. Aber das Spiel hat mir wieder richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. El Ghazi wechselt zu Manchester United. Der Holländer, ein Top-Talent. Rabiot zu Arsenal, spannende. Ja, RB Leipzig will Dost haben, ist klar. So, Thomas Brücker noch einmal. Nehme ich an. Kurzleihe. Kann man immer mal gut gebrauchen. Mal sehen, was da jetzt noch klappt. Und ja, ich verabschiede mich jetzt schon mal. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao.